Ende letzten Jahres habe ich ja dieses eine Video gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich erstmal keine YCS-Turniere mehr spiele. Und ich habe mir gedacht, ja, das wird sicherlich eine Sache werden, die von temporärer Natur ist. Vielleicht für dieses Jahr. Und ich hatte mir dann so überlegt, so nach der Europameisterschaft, das kam so mit der Europameisterschaft, wo, ja, ich sag mal so, competitive-mäßig waren wir jetzt hier nicht so stark unterwegs die letzten Jahre gewesen. Oder ich glaube, das letzte Mal, wo wir richtig gut competitive dabei waren, war, glaube ich, 2018, wenn ich mich noch so recht entsinne. Und wo ich mir dann dachte, eigentlich wäre es mal schön, wenn wir wieder ein bisschen mehr competitive machen würden. Und dann hatten wir auch noch das Großturnier bei Olli und das lief ja sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, das aktuelle Format gefällt mir, weil ich eigentlich quasi jedes der Decks verstehe, wie die funktionieren und wir eine schöne Varietät haben. Und nichtsdestotrotz, ich auch noch ein Deck dazu habe, was ich momentan nicht sehr gerne spiele, mit dem ich eigentlich gutes Matchup gegen alles habe. Und es ist halt ein Format, wo alles relativ gut geklärt ist. Kann sich natürlich jetzt demnächst ändern, alles. Und aber ich dachte mir so, ach, ja, vielleicht machen wir dieses Jahr dann doch wieder YCS. Ist vielleicht, dann wurde ja YCS Dortmund angekündigt, habe ich mir das angeschaut und dachte mir so, nice, ist ja jetzt nicht so weit weg für uns. Und ja, dann hatten wir jetzt letztens die News, wo wir darüber gesprochen haben, dass ja sich die Eintrittspreise erhöht haben. Man hat einfach die Boosterpreise verdoppelt und dafür halt auch den Eintritt quasi verdoppelt. Wo ich dann mir überlegt habe, ja, YCS ist, ja, ist ein schwieriges Thema für mich, weil ich muss sagen, ich war ja niemals ein großer Fan von YCS. Ich habe an den teilgenommen, ich habe ja auch, glaube ich, drei oder vier Traveler-Mats mir geholt. Zwischen 2019 und ich glaube 2017. Ich glaube 2016 war ja wegen YCS Lille ausgefallen oder so. Wo ich halt entsprechend jemanden halt gesammelt habe und die halt so eine nette Beigabe dabei waren. Aber es war halt immer so ein bisschen so, ja, je nachdem, welches Design sie sich ausgesucht haben, ob das dann nachher sich gelohnt hat oder nicht, war jetzt für mich erstmal persönlich auch nicht wichtig und auch nicht so, ja, relevant. Und jetzt, wo ich gesehen habe, wo ich mir dachte, okay, 44,90 jetzt noch als Eintritt für die doppelte Boosterpreise, ist für mich so ein bisschen, ja, auch bei mir halt so das Limit erreicht, weil für mich ist das so, YCSs sind grundsätzlich vollkommen irrelevant in Yu-Gi-Oh! Das einzig Wichtige, was die halt bringen, sind, dass man halt, wenn man Erster wird, dass man halt eine Ultra-Rare-Kopie, die mittlerweile auch personalized ist, quasi auf das Event, erhält von der entsprechenden Sammelkarte, weswegen die halt super teuer ist. Aber ansonsten für den Rest ist es halt, wenn man halt wirklich in Yu-Gi-Oh! Halt irgendwann mal die Weltmeisterschaft teilnehmen möchte, muss man niemals an der YCS teilgenommen haben. Man kann Regionals machen, sich darüber qualifizieren und dann bei der Europameisterschaft entsprechend, die ja sowieso eintrittsfrei ist, dann entsprechend qualifizieren für die entsprechende Weltmeisterschaft. Wie auch man entsprechend auch World Qualifying Points sich zusammensammeln kann, ohne jemals eine YCS gespielt zu haben. Die kann man halt auch auf den Nationals sich holen oder halt auch entsprechend auf vielen Regionals, wenn man sehr viele Regionals spielt. Und ich dachte mir halt, als ich dieses Jahr im Sommer nach der Europameisterschaft habe ich mir gesagt, ja, eigentlich wäre es cool, wenn wir wieder ein bisschen mehr competitive machen, weil wir hatten halt so viel Stress hier auf dem Kanal. Also, beziehungsweise im Privaten halt über die letzten 5 Jahre, weswegen ich halt nie wirklich da reinkam, überhaupt irgendwas mal zu spielen. Ich habe immer alles Mögliche mehr oder weniger improvisiert und immer so letzte Rille gemacht, weswegen ich halt nie eine echte Vorbereitung auf irgendwas gehabt habe. Weswegen ich mich erstmal darauf fokussiert hatte, halt Sonntagslocals zu machen, wo wir halt so ein bisschen Mix aus competitive und casual hier gemacht haben. Und wo ich jetzt aber sehe, ich glaube, Sonntagslocals, so wie wir es auch damals hier angefangen haben, war das halt so gewesen, dass wir competitive auf Regionals, YCSs und so gespielt haben und eher den Casual Stuff ausgepackt haben, der nicht unbedingt wirklich so, ja, siegreich ist, auf den Sonntagslocals gemacht haben. Dadurch, dass ich aber die letzten Jahre nicht so viel Zeit hatte, habe ich quasi alles in die Sonntagslocals gesteckt und ich sehe, viele Leute interessiert so der Competitive Stuff nicht ganz so wirklich hier auf dem Kanal, wenn ich es halt im Rahmen der Sonntagslocals mache. Sei denn, es ist halt literally zum Release des entsprechenden Sets und für mich ist es halt sehr schwierig, oftmals halt die entsprechenden Decks auch zusammenzuziehen. Oftmals sieht man sie nicht komplett aus dem Case oder man braucht noch besondere Karten, die man halt nicht immer dabei hat. Und ich dachte mir so, okay, also wenn ich wirklich auch Competitive machen möchte hier auf dem Kanal, dann muss ich wahrscheinlich Sonntagslocals runterdrehen, weil jede Woche noch ein anderes Deck zu bauen, was vielleicht auch noch semi-competitive ist, neben dass man halt noch Competitive halt entsprechend an Events teilnimmt, wie Regionals, YCSs und so weiter, wird ein bisschen viel. Und ich habe auch schon für mich entschieden, nächstes Jahr drehen wir runter, was die Sonntagslocals angeht. Ich kann nur jede Woche das machen, wenn sich zum nächsten Jahr irgendwas erheblich ändert. Also wir kriegen Editor hier rein, sodass ich nicht mehr die Episoden editen muss. Und am besten noch eine Locals, die vielleicht irgendwie noch am Mittwoch oder so hier in der Umgebung halt irgendwie stattfindet, sodass ich halt besser
alles planen kann, sodass ich nicht immer mein ganzes Wochenende wegschmeißen muss, meistens für das, für die Sonntagslogos, weil ansonsten komme ich meistens ja nicht hinterher. Und ich müsste jetzt das Wochenende wegschmeißen, weil die meisten Regionals finden halt entsprechend halt, oder alle Competitive Events finden am Wochenende statt. So. Und was für mich jetzt so sich rauskristallisiert hat, ja, ich würde das gerne machen und entsprechend halt ein bisschen mehr Regionals wieder zu spielen. Das ist auch so, wie wir angefangen auf dem Kanal. Auf dem Kanal haben wir erstmal angefangen mit so Christmas Charity Cups, Sneak Peeks, Regionals, dann haben wir Nationals gespielt. Ich glaube, dann waren wir zum ersten Mal auf Locals oder so gewesen und dann haben wir Europameisterschaft gemacht, irgendwie so 2014 rum. Deswegen, ich bin ja irgendwie quasi umgekehrt reingekommen ins Game, nicht über die Locals, sondern eher über die Competitive Game Schiene in die Locals. Und wo ich mir dachte, okay, das würde ich gerne mehr machen. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht mit den YCSs vorerst machen, wenn das so bleibt, wie es ist. Und die Begründung kommt von daher, ich habe ja mit Konami, wir haben damals, 2018 hatte ja Konami uns eingeladen zu denen und wir haben ja auch mit denen gesprochen gehabt. Wir haben denen unendlich viele Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ob wir alle released hatten, alles, was wir gefragt hatten und was wir uns beantwortet hatten, hätten wir theoretisch auch scheren dürfen mit der Öffentlichkeit, weswegen ich auch dann darüber reden darf. Alles andere haben sie halt entsprechend keine Aussagen gemacht, weil entsprechend die Kameras auch dabei liefen. Und ich hatte bei einer der Fragen halt die Frage gehabt, lohnt es sich für euch überhaupt, die YCSs und Nationals und so zu organisieren? Und die Antwort war definitiv ein Nein. Und die haben mir auch erklärt, das ist auch so und das wird auch immer so bleiben und es ist nicht das Ziel, dass die irgendwie Gewinn abwerfen oder ähnliches, weil Konami selbst in der Pflicht steht, wenn sie halt selbst ein Kartenspiel rausbringen, dass sie selbst auch den Competitive-Bereich irgendwie entsprechend zur Verfügung stellen, dass die Leute auch eine Möglichkeit haben, wenn sie diese Karten kaufen, auch entsprechend mit den Karten spielen können, auf vorbereitete Events, die halt Konami dann veranstaltet, so dass die halt eine Möglichkeit haben, auch dieses Kartenspiel überhaupt anwenden zu können und weswegen halt Konami in den sauren Apfel beißen muss, dass entsprechend diese Events für die halt immer negativ rausgehen. So, ist ja auch klar, weil was macht Konami auf den Events eigentlich? Die verkaufen halt Booster für als Teilnahmepreis quasi, aber nebenbei stellen sie halt entsprechend ja auch noch weitere Preise rein und sie müssen ja die Halle mieten, sie müssen halt entsprechend die ganzen Judges bezahlen und so weiter und so fort. So, hört sich ja erstmal so an, dass sie das immer Minus machen, ist ja blöd, es wäre cool, wenn sie Plus machen. Das müssen sie aber nicht. Denn es gibt ja literally einen Zweig, der Konami halt entsprechend das gesamte Spiel finanziert. Das ist nämlich halt der Verkauf der Displays an die Großhändler, an die entsprechenden Einzelhändler. Und darüber finanziert sich das gesamte System, weswegen die YCSs und allgemein alle Turniere nicht profitabel sein müssen. So wurde es mir halt erklärt und so habe ich es auch verstanden. Und weswegen ich mir jetzt halt extrem die Nase rümpfe, wenn ich jetzt sehe, dass man einfach die Preise extrem erhöht für die Spieler, um halt irgendwie 5 Booster mehr rauszuwerfen, um damit halt eine Hürde schafft für Spieler, die halt entsprechend nicht so viel Kleingeld mal so rumliegen haben und das halt dann 4-mal im Jahr. Und wir müssen dann nochmal sehen, vielleicht wird ja entsprechend die Preisstruktur halt auch auf nochmal die Nationals nochmal angewandt, das müssen wir dann nachher sehen. Und deswegen bin ich momentan extrem verwirrt, dass Konami halt wirklich diesen Move gegangen ist, denn selbst wenn sie halt entsprechend die Eintrittspreise verdoppeln, wird das niemals sich irgendwie rentieren, diese YCS. Die werden sich niemals rentieren. Die müssten halt dort wahrscheinlich irgendwie 200, 300, 400 Euro für die Teilnahme nehmen, damit sie es irgendwie vielleicht rentiert. Aber das ist halt nicht das Ziel. Konami finanziert sich über das Geschäft mit diesen ganzen Displays und diesen ganzen Produkten. Und der nette Obolus für euch ist halt, wenn ihr die kauft, dann gibt es entsprechend Events, an denen ihr teilnehmen dürft und wo ihr dann diese Produkte, die ihr aufgemacht habt, auch anwenden könnt entsprechend auf den Turnieren. Das ist Konamis Job. Dadurch, dass sie momentan aber sich sagen, okay, entweder möchten wir halt, ich nehme an, die haben die Preise jetzt erhöht, damit halt weniger Spieler da sind, damit es halt nicht immer so übervoll ist, könnte ich mir vorstellen, damit es ein bisschen so gedrosselt wird. Ich hoffe aber, damit fallen sie halt entsprechend auf die Schnauze, denn ich würde daran jetzt nicht teilnehmen, weil das ist für mich halt eine Strategie, die halt künstlich halt Spieler, die vielleicht gut sind, aber nicht so viel Geld haben, einfach aus dem Spiel ausschließt. Und das ist halt keine gute Taktik, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, es werden viele halt entsprechend diesem Beispiel folgen und einfach nicht dran teilnehmen an den YCS. Also ich bin gespannt. Ich bin jetzt schon verwundert. Ich glaube, das ist jetzt ja schon quasi eine Woche aktiv, dieses entsprechende Event, dass es gelauncht worden ist. Und es ist noch nicht ausverkauft. Ich glaube, bei der YCS Paris war es ja, oder YCS Lyon, war die, glaube ich, nach einer Woche ausverkauft und auch London war relativ schnell ausverkauft. Wir werden mal sehen, ob überhaupt YCS Dortmund überhaupt irgendwie ausverkauft wird. Und deswegen habe ich mich halt jetzt dazu entschieden, jetzt, weil Konami mir was gesagt hat vor 5 Jahren, was sie jetzt aber halt irgendwie kontraproduktiv anwenden, was ich nicht verstehe, weswegen ich jetzt nicht an YCSs teilnehmen werde. Das heißt aber nicht, dass ich competitive nicht mitmachen werde. Nein, ich hoffe, und wir gucken mal, wie es mit der Nationals nächstes Jahr sein wird, wie da entsprechend die Eintrittspreise und die Preisstruktur sein wird. Das können wir jetzt noch nicht sagen, das werden wir erst wahrscheinlich nächstes Jahr im März oder im April kennenlernen wahrscheinlich. Aber
Regionals. Das möchte ich halt unbedingt machen, denn ich finde Regionals geiler als YCSs. Und zwar aus einem einzigen Grund. Und das liegt nicht an den Preisstrukturen und an dem Fame und einem Luxus und dass das gestreamt wird und so. Das ist für mich relativ egal. Das Wichtigste für mich an Regionals ist, es unterstützt die lokalen Kartenläden. Denn die Regionals werden nicht veranstaltet von Konami, sondern immer von den einzelnen Läden selbst, die entsprechend Locals zur Verfügung stellen und dann einmal oder zweimal pro Saison eine Regionals veranstalten dürfen in ihren entsprechenden Regionen. Und damit unterstütze ich halt einmal die lokale Ladenkultur, damit unterstütze ich die Läden, die dort halt entsprechend die Spielerschaft versorgen und ermöglicht denen halt die Möglichkeit, noch mehr Spieler ranzuziehen, weil je mehr Spieler halt auf eine Regional kommen, desto größer können sie die vielleicht in der Zukunft machen, dass sie entsprechend halt auch noch weiter expandieren. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Sache, weil das unterstützt entsprechend die lokalen Läden, die in der Umgebung sind. Wenn ich auf eine YCS gehe, unterstütze ich damit eigentlich keinen lokalen Laden. Vielleicht zwei, drei Händler, die dort auf der YCS verkaufen, ja, die meistens zu 90% immer die gleichen sind, aber das war's dann auch schon. Weswegen ich für mich so bin, ja, competitive machen wir, aber wahrscheinlich nur Regionals. Und ich habe aber trotzdem richtig Bock drauf. Und wir müssen halt mal schauen, wie das sein wird dieses Jahr. Ich bin immer noch sehr unentschlossen. Ich habe ja diesen Monat diesen Anime-August gemacht, hier auf den Sonntags-Locals. Und der ist ja eigentlich sehr gut angekommen bei euch. Also, dass ich wirklich so Trash-Decks quasi versucht habe, so ein bisschen aufzubürsten, um halt damit irgendwie so ein bisschen was auf Locals zu erreichen. Selbst wenn es halt nicht klappt, wird es ja trotzdem sehr viel angeschaut, weil die Leute das interessiert, also entsprechend so alte Anime-Decks sich mal anzugucken. Und ich würde das halt gern weitermachen, nur ich muss halt gucken, ob ich das wirklich gehandelt kriege, dieses Jahr entsprechend beides miteinander, also explizit 2023, das beides miteinander vereinbaren zu können, wenn ich das alles, also wenn ich wirklich noch weiterhin jede Woche Sonntags-Locals machen möchte. Es kann auch sein, dass ich vielleicht sage, dass ich mitten in dieser Saison noch, also dieses Jahr 2023 vielleicht doch noch die ein oder andere Sonntags-Locals-Episode auslassen werde. Das behalte ich mir selbst nochmal als Recht vor. Ich würde mal schauen, wie es laufen wird. Das kann ich jetzt noch schlecht abschätzen, ob ich wirklich das durchziehen will. Eigentlich will ich das, aber ich habe ja nicht Bock drauf, noch dieses Jahr einmal komplett durchzuziehen. Und das Tolle ist, es ist einfacher, so Anime-Decks zusammenzubauen, weil man muss halt nicht so extrem krasse, komplexe Kombos lernen, weswegen halt der Lernschritt nicht so groß ist, weswegen es schneller geht, solche Decks zusammen zu kreieren und zu bauen und auch vielleicht das eine oder andere Kreative dort mit einfließen zu lassen, als wenn es wie bei Meta-Decks ist, weil da muss man halt wirklich literally alles können und wissen, wie das funktioniert. Und das nimmt halt oftmals sehr viel Zeit in Anspruch, weswegen es halt manchmal schwierig ist, wirklich halt jede Woche ein Video rauszuhauen. Ja, das ist halt so ein bisschen das, was ich überlegt habe. Und jetzt frage ich mich halt, was denkt ihr? Soll ich mehr Competitive machen oder soll ich mehr Casual machen? Und ich finde, ich glaube, man kann beides miteinander vereinbaren, nur wahrscheinlich nicht in der Menge, wie wir es bisher gemacht haben. Ich würde wahrscheinlich irgendwo ein bisschen was opfern werden. Dadurch, dass wir jetzt aber halt auch wieder ein bisschen mehr Zeit haben, weil wir letztes Jahr halt noch arbeiten mussten bis September 22, wo wir halt parallel halt das gemacht haben, selbstständig und noch gearbeitet hatten, jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, denke ich mal, ich würde das ein oder andere Regional Event machen können. Liegt halt daran so ein bisschen halt, wann es stattfindet, denn ja, Konami hat mittlerweile die Regional-Termine gepostet, die ersten, weil bei uns fängt ja die Regional-Saison erst Anfang September an, während die schon in den USA seit 2-3 Wochen läuft. Und Konami hat, also, die kriegen es einfach nicht hin, die haben einfach, die wissen nicht, wie man Excel exportiert, die haben literally einfach eine Excel, die halt quasi einfach so eine Tabelle ist, in zwei PDFs raus exportiert, die halt hochkant sind, weswegen einmal die Daten nicht lesbar sind, also die Datumse, also Mehrzahl von Datum, und halt entsprechend auch die Telefonnummer teilweise in wissenschaftliche Zahlen umgewandelt sind. Da werde ich entsprechend halt die Läden entsprechend anrufen müssen und selbst rausfinden, welcher Laden damit eigentlich gemeint ist und fragen, wann kann man wo teilnehmen. Ich möchte auch ein bisschen wieder mehr aktiv sein. 2018 waren wir ja auch so ein bisschen mehr außerhalb. Da waren wir, glaube ich, mein Aurich auf einer Regionals. Das würde ich gerne halt auch ein bisschen mehr machen, dass wir ein bisschen unterwegs sind, sodass wir auch halt andere Locals kennenlernen können oder entsprechend halt Veranstaltungsorte anderer Locals. Das wird mir persönlich sehr gefallen. Ich weiß noch nicht, ob ich sowas attacken möchte mit irgendwie nach Bayern oder so. Das ist halt sehr weit für mich von hier aus. Vielleicht ist das was für die nächsten Jahre. Aber ich würde mich halt sehr freuen, weil momentan gefällt mir das Format und ich glaube auch die Decks, die jetzt demnächst kommen, finde ich auch sehr interessant. Und ich habe jetzt auch einfach ein bisschen mehr Zeit, mich damit auch ein bisschen auseinanderzusetzen, sodass ich mich auch voll drauf fokussieren kann, weil ich habe jetzt den ganzen Stress von der Arbeit weg. Ich habe den ganzen Stress mit Konami selbst weg, dass ich mich nicht mehr mit Konami auseinandersetzen muss. Sprich, diese ganzen Konami-Sponsored-Videos mehr machen muss. Ich kann machen, was mir gefällt und wie ich es möchte und however I want. Deswegen ist mir das alles vollkommen egal. Und ja, ich bin gespannt. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, mehr Meta soll, also mehr Meta im Rahmen von Regionals, ja? Oder wollt ihr mehr Sonntags-Locals im Rahmen von Rogue und Anime-Decks? Ich kann mir vorstellen, dass das hier wahrscheinlich mehr gefragt sein wird, Rogue und Anime-Decks. Aber ich habe auch gesehen, dass Leute auch interessiert sind, wenn ich halt gut abschneide mit meinen Decks,
auf Competitive Events, dass es auch den einen oder anderen interessiert. Und ich glaube, ich hätte Bock halt wirklich wieder mehr oder weniger beides zu machen. Sonntagslocal ist es ja 2015 so nebenbei mit reingekommen, das haben wir nebenbei gemacht und eigentlich weiter Competitive gespielt. Das würde ich gerne wieder so ein bisschen in denselben Rahmen haben und auch den Sonntag mal so, einfach mal ein paar Wochenenden auch mal wieder bekommen, die ich nicht auf für Locals opfern muss, sondern vielleicht mal ja, für eine Regionals opfern kann oder halt auch mal einfach für ein Wochenende, in dem man halt einfach mal chillen kann. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit der YCS Dortmund laufen wird. Ich habe keine Ahnung, was der Plan von Konami ist. Die Events werden sich so halt immer noch bei weitem nicht rentieren. Und ich frage mich halt, ob beim nächsten Mal schon wieder nochmal verdoppelt wird oder was auch immer. Also wenn sie den Preispool, wie er momentan halt ist, nicht anpassen, der halt auch nicht angepasst worden ist, und sondern nur die Eintrittsbooster dran verändern, dann werden sie halt mehr und mehr Spieler verlieren, weil immer weniger werden bereit sein, dafür halt so viel Geld rauszugeben. Weil überlegen wir mal, wenn die es jetzt nochmal verdoppeln, dann wären wir bei 90 Euro für 20 Booster, was nicht mal ein Display wäre, und Display kostet halt nicht 90 Euro. Und dann wird es langsam halt schwierig. Also wenn die nicht langsam anfangen, Mattenwürfel oder irgendwas auszugeben, dann ja, könnte schwierig werden. Und ich verstehe halt diesen Move von Konami dahinter nicht. Vor allem, wenn sie mir halt sagen, dass es einfach sowieso nicht lohnt, dass man es jetzt halt nochmal erhöht. Die verkaufen so viele Produkte die letzten Monate und Jahre, weil die halt so viel guten Scheiß auch mit rausgebracht haben, mit Ausnahme von 2021. Ich glaube nicht, dass denen das so schlecht gehen sollte. Aber wer weiß, vielleicht ist auch Konami Japan irgendwie unterwegs. Da kann ich nichts dazu sagen. Das ist dann hier von mir. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Wir haben auch schon eine Regionals hier in der Umgebung, die angekündigt worden ist. Dann werde ich gleich nochmal anrufen und nachfragen, wann die auch stattfindet, weil die Excel halt entsprechend nicht lesbar ist. Nämlich in Rostock. Und ich hoffe, dass ich damit teilnehmen kann, weil ich war ja auch letztens vor, ja, letzten Monat quasi, auf den Locals gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wird auch gerne wieder ein paar Leute wieder treffen, die ich das letzte Mal auf den Locals mit kennengelernt habe. Das war's dann hier von mir und ich hoffe, wir sehen uns dann jetzt öfters wieder auf irgendwelchen coolen Events. Mit Ausnahme der YCSs. Die sind für mich erstmal gestorben. Und ja, ich würde nicht darauf warten und da trotzdem mitzuspielen und darauf zu warten, dass vielleicht dann die so eine Ghost Ogre Level krasse Traveler Mat irgendwann rausbringen. Das wird halt erst am Ende einer Saison wahrscheinlich feststehen und dafür werde ich nicht schon mal in drei Events mindestens investieren, um nachher zu sehen, dass ich dann nachher doch wieder so eine 6 Samurai Matte kriege, die, wie keine Ahnung, 50 Euro damals zu Release ging. Also, das ist es mir dann auch nicht wert. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.